Aber ich habe schon 3200 Höhenmeter. Das Schlimme ist, die verbleibenden Höhenmeter werden nicht weniger. Update aus dem Cockpit. Noch 4 Kilometer bis zum Checkpoint. Jetzt geht's hoffentlich gleich endlich bergab. Ach. Macht immer noch Spaß. Und natürlich regnet es wieder. So, guten Morgen. 7.20 Uhr, 5.09.2025. Ich fahre jetzt zum Start vom Snake Peaks. Das ist ein 1100 Kilometer Rennen, oder nicht Rennen, mit 36.000 Kilometern. Ich habe mega Bock, trainiert. Geht so. 8 Stunden geschlafen. Und will auf jeden Fall Spaß haben, draußen schlafen und versuchen, die Zeit zu genießen. So, jetzt ist auf jeden Fall alles entspannt. Lost Navigation ist weg. Ich habe den Anschluss komplett verloren, habe von meiner Kamera die Blende verloren, dann den Radweg nicht gefunden, läuft. Jetzt heißt es, Feld hinten aufräumen. Scheißegal. Hauptsache kein Ring. Und gleich vorne weg. Natürlich wäre ich ohne GoPro und Kamera deutlich schneller. Aber darum geht es ja gar nicht. Macht beinahe Spaß, aber ich öle. Update. Natürlich regnet es. Noch leicht. Überlege, ob Regenhose, Winterjacke oder Regenjacke. Vielleicht ist eine kaputte ganz gut. Vielleicht wird es besser. Wer weiß ja schon. Oh, mittlerweile Winterjacke, wie auch immer. Dafür nur ein Trikot unter, offen. Vielleicht ganz nett. Weil doch ganz schön kalt. 100% rideable. Nein, wurde ja gar nicht gesagt. Außerdem ist das Adventure. Da oben sind Ziegen. Dafür, I don't know. Es regnet. Schieben ist gerade sinnvoller als fahren. Weil das hier läuft. Ja, Regen, Gras. Nicht wirklich weit, aber 18 Kilometer zum Checkpoint 1. Das ist die zauberhafte Aussicht. Und noch 900 Höhenmeter circa, vielleicht mehr. Auf jeden Fall ist es kalt. Irgendwie vergesse ich, was wir zu filmen. 800 Meter. Da oben ist die Hütte. Und ja, toll. Und natürlich regnet es wieder. Das war Checkpoint 1, es ist arschkalt. Jetzt geht es bergab. Es fängt natürlich wieder an zu regnen. Der Nebel ist mega, mega krass. 60 Kilometer bis zum Checkpoint 2. Und schwierig, nochmal so 2000 Höhenmeter, könnte klappen, könnte nicht klappen. Oh, wäre ja ganz schön, wenn man heute irgendwie doch trocken schlafen könnte, nachdem man nass geworden ist.
Peak Adventure Part 2. Wieder mal Hike and Bike. Hike and Bike. Ich bin jetzt bei knapp 78 Kilometer. Jetzt mal ein schöner Trail. Wunderbar, freut sich gut. Überhaupt nicht. Aber ich habe schon 3200 Höhenmeter. Das Schlimme ist, die verbleibenden Höhenmeter werden nicht weniger. Ja, der Weg da ist auf jeden Fall genauso gut wie der, wo ich vorher war. Top. Update, mich gerade hingelegt, ein bisschen auf Knie gefallen, leicht auf die Hand, scheinbar noch okay, hoffe ich. Wir sind jetzt in irgendeinem Ort, leider keine Ahnung wo, muss auf jeden Fall nicht nachhöhen, hab noch genug Wasser, dann gucke ich mal, wie weit ich heute komme, werde versuchen, den zweiten Checkpoint zu erreichen, irgendwann, und ob ich durchfahre oder nicht, entscheide ich irgendwann. Ja, Straße, 18%. Läuft. Macht mega viel Spaß. Bombensteigung. Läuft. So, und das ist jetzt hier unsere Mission. Und dieses 3 Kilometer Geröllfeld kommt erst noch. So, mittlerweile sind wir über 2 Stunden unterwegs. Erst 4 Kilometer Geröll bergauf. Jetzt den gleichen Scheiß bergab. Und nicht ganz so viele Steine. Läuft. So, guten Morgen. Hier haben wir heute geschlafen. Zum Glück regnet immer noch. Jetzt noch 17 Kilometer zum Checkpoint, 700 Höhenmeter. Kleines Update, also haben wir bergauf. Hab meinen Schuh so einigermaßen zu bekommen. Also fehlt halt diese Abdeckung vom Boa-Verschluss. Ja, es regnet, was auch sonst. Okay, also jetzt noch mal. Es geht jetzt noch knapp 5 Kilometer bergauf. Ja, ich finde es schieben gerade sinnvoller als fahren. Weil man nicht genauso schnell ist, wenn es weniger Kraft kostet. Fahrt zwischendurch immer wieder. Regen ist besser geworden. Aber naja. Update aus dem Cockpit. Noch 4 Kilometer bis zum Checkpoint. Jetzt geht's hoffentlich gleich endlich bergab. Ach. Macht immer noch Spaß. Endlich mal wieder Plattenwege, wieder bergauf. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kurz davor zu scratchen. Hab schon überlegt, wie und was. Ich jetzt einfach keinen Bock habe, mit 4 km/h jeden Berg hoch zu kurbeln. Ah, jetzt ist es brachial warm. Ich fahre auf jeden Fall noch hoch, dann fahre ich runter und dann ziehe ich weiter.
Und das Schlimmste ist für mich so eigentlich so dieser Wechsel aus warm und kalt. Mal ist es mega warm, ist die Sonne wieder weg und dann ist es arschkalt, windig. Nervt. Naja, mir geht's gerade gar nicht so geil. Also ich habe weder Bock noch auf Höhenmeter. Ich lücke mich jetzt ein oder zwei Stunden hin, vielleicht eine halbe. Guck dann, wie es weitergeht. Kurz die Augen zu machen, kurz hinausholen. Ja, ich komme heute überhaupt nicht voran. Ja. Welcome to Hike and Bike again. Mir lief gestern richtig scheiße. Also ich kam auch die Anstiege gar nicht mehr hoch, habe nur geschoben. Beine waren richtig, richtig dick überbelastet. Dazu noch eine Erkältung, die ich mir die ersten beiden Tage eingefangen habe. Heute Morgen ein bisschen Aspirin-Komplex genommen. Scheinbar hilft es ein bisschen. Denke mal, ich werde auch dieses Entry scratchen, also auf die kleine Runde. So kann ich es mehr oder weniger zu Ende fahren. Hab noch was von Italien, vom Urlaub. Und ja. Update. Es ist spät. Noch irgendwie 28 Kilometer zum Ziel, 1200 Höhenmeter und es geht nur noch steil bergauf. Danach kommt zum Glück wieder eine Abfahrt, dann wird es danach nicht mehr ganz so schlimm. Und gibt wohl scheinbar einige, die auf jeden Fall ein Downgrade machen. Ich weiß nicht, ob jemand von Adventure ein Downgrade zu Entry macht, aber für mich ist es die beste Lösung. Sneak Peek, egal in welcher Version, Entry, Adventure und Classic, ist ein klassischer Ultra Run. Nee, im Ernst. Man läuft so viel bergauf. Wo Fahrrad? Noch 3,5 Kilometer, 420 Höhenmeter bis zum Checkpoint 3. Schieben, also wie alles andere auch. Beinahe entspannt. So, gefühlt 5 Stunden später. Da oben ist endlich Checkpoint 3. Und. Na, schneller, Junge. Jetzt noch. Ein paar hundert Meter und dann ist da oben der Checkpoint. Definitiv was essen, 1 bis 1,5 Stunden chillen, denke ich mal. Ich fahre dann zwar safe in der Dunkelheit runter, aber habe ja ein gutes Helmlicht. Kleines Update oder Abschluss. Also, mir geht es gesundheitlich überhaupt nicht gut oder nicht besser, eher schlechter. Deswegen die vernünftige Entscheidung, komplett abzubrechen. Ich fahre jetzt nach Bozen, noch so 80 Kilometer Straße. Und ja, also mega viele haben gescratcht, weil ja, nur Hike and Bike.